Willkommen bei Marius Fliegendose zu einem neuen Video. Wir haben den 18. Dezember, noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und ich habe eine Verabredung zum Fischen. Ich werde nochmal zum Hechtfischen gehen. An einem Fluss bin ich eingeladen. Daher kommt heute eine etwas größere Fliege, wie ihr seht. Hier ist ein bisschen mehr Platz heute. Und eingespannt habe ich hier den Arex TP610 in 4.0. Ein schöner, kräftiger, großer Haken. Und da drauf mache ich mal eben noch ein ganz paar Wicklungen Bleidraht 0,35er. Einfach nur, um die Fliege ein bisschen kopflastiger zu machen, damit die im Fluss mal in die Löcher absinken kann. Und ein bisschen kopflastiger wird. In der Strömung wird das nicht bedeuten, dass die Fliege jetzt doll am Jicken ist. Denn dort ist einfach immer ein bisschen Strömung. Und auch in den Kehrwassern ist immer ein bisschen Strömung drin. Da wird die Fliege aber nicht absinken wie verrückt. Einfach wegen der Strömung. Aber sie wird ein bisschen tiefer laufen und vielleicht eher dahin gehen, wo der Fisch auf die Fliege lauert. Hoffentlich. So, dann mache ich hier auf die Grundwicklung ein bisschen Lack drauf. Und jetzt brauche ich für meine Fliege hier ein paar Federn. Und zwar nehme ich hier Sattelfedern, lilane, und die binde ich so ziemlich in voller Länge ein. Ich mache hier so ein bisschen von dem Flaum weg, nehme zwei Federn, lege die hier auf die Seite, binde mir die hier ein. Es wird so quasi ein Deceiver. Wem das noch was sagt heutzutage, denn heute binden ja alle Leute Riesen-Backtail-Fliegen, Riesen-Flash-Fliegen und so, und die guten alten Fliegen noch mit Federn drin, die sieht man eigentlich kaum noch. Und dabei lassen die sich meistens ziemlich leicht werfen und fliegen auch ganz gut. Ich finde, es muss nicht immer alles, nicht immer das Gleiche sein in den Fliegen, da kann man ruhig mal was anderes nehmen. Vielleicht hat man sogar schon wieder irgendwas, was die Hechte lange nicht gesehen haben. So, die zweiten zwei Federn, die kommen auf die andere Seite des Hakens. Also es wird auch nicht genau ein Deceiver, es wird aber, ist aber so der Deceiver-Style jetzt hier natürlich mit den Federn hinten drin. Ja, und Federn haben halt echt den Vorteil, dass sie sich unwahrscheinlich bewegen im Wasser. Und das ohne schnell sich zu verhängen oder so. Also die sind sehr, sehr dankbar und halten eigentlich auch relativ lange. Also klar kann es mal sein, dass so ein Hecht sich da eine wegholt. Aber ja, da muss man halt eine neue binden. So, dann habe ich Predator Flash in Purple Death. Das ist schwarz mit lila drin und so, das ist eigentlich eine Farbe, die mir sehr, sehr gut gefällt. Schwarz ist eh immer cool für Hechte. Dann nehme ich mir nicht viel von. Es muss nicht viel sein jetzt hier. Taper das so ein bisschen aus. So. Leg mir das hier oben drauf. Seid ihr eigentlich noch aktiv am Fischen? Geht ihr jetzt noch auf Hecht, auf Zander, auf Barsche? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie aktiv ihr noch seid, ob überhaupt noch was passiert. Oder sagt ihr jetzt gerade nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester, Mensch, da habe ich noch mal Zeit, da gehe ich noch mal besonders viel los. Würde mich mal interessieren, wie aktiv eigentlich ihr Fliegenfischer noch so seid. Schreibt es mir doch mal. So, dann als nächstes Material habe ich hier Kraftfuhr Long von Flyscene in Purple. Ein super langes Kraftfuhr. Wenn ihr mal schaut, wie lang das Material ist, das ist unfassbar. Man hat dabei gar nicht so viel Unterwolle oder so. Das ist echt, echt fantastisch. Super für solche Fliegen geeignet. Und das lege ich mir hier so kurz übers Bein.
Ich schneide mir mit der Schere was raus. Nimm dann die Unterwolle raus, weil ich will hier nur die langen Fasern haben. Die Unterwolle, die hat halt, die hält letztendlich nur Wasser. Das ist das, was ich jetzt hier nicht brauche. So, und das hätte ich gerne da jetzt so drin und drüber. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr macht es einfach andersrum rein und legt, also klappt es dann zurück oder bindet es einfach so ein oder macht es so wie ich. Kommt wieder der obligatorische Fadenspaltungsprozess. Das mache ich einfach unwahrscheinlich gerne bei vielen Materialien und gerade wenn es darum geht, jetzt auch ein bisschen Volumen in die Fliege reinzubekommen, dann nehme ich doch gerne den Faden, mache mir den kurz auseinander, lege mir das Kraftfuhr hier rein. So, und dann lasse ich mal wieder den Bobbin rotieren. Hier gerade mit der Bürste durch. Und dann binde ich das Material hier ein. Das ist jetzt das erste Bündel. Das ist jetzt dadurch, dass es in der Schlaufe war, natürlich nicht komplett in der kompletten Länge. Dann nehme ich aber jetzt noch mal eins dazu. Also das erste Bündel war jetzt wirklich, um auch erstens einen Übergang zwischen den Federn und dem Körper zu schaffen. Und zweitens auch, um jetzt so eine Stütze für das Bündel hier zu bekommen. Das ist auch nur ein kleines Bündel. Ich nehme da gar nicht so viel. So. Und das binde ich jetzt tatsächlich mal so rum ein. Guck, dass es so ein bisschen um den Haken drumherum kommt. Dass überall ein bisschen was ist. Mach feste Wicklungen, das ist mit dem Uni Big Fly sehr gut möglich. Da könnt ihr richtig Gas geben, also den Faden zerreißt ihr nicht. Eher fliegt der Bindestock hier durchs Zimmer, glaube ich. Also das ist wirklich ein unfassbarer Faden. Was der für eine Power hat, ich wundere mich immer, dass der noch so selten verwendet wird von den Hechtanglern. Da sind viele, die dann immer mit diesen ultra dünnen Dyneema-Fäden binden. Die sind zwar auch super reißfest, aber die sind halt so dünn. Und damit die Hechtfliegen zu binden, finde ich immer sehr, sehr unpraktisch. Weil einfach man nicht viel Auflagefläche hat vom Faden und relativ viel Wicklungen braucht, um dann wirklich mal so ein Material richtig festzuhalten. Also könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Was ist denn euer Lieblingsfaden für Hechtfliegen? Was benutzt ihr denn gerne? So, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Flash. Auch gar nicht so viel. Und den Teil hier, den nehme ich jetzt und klappe mir den so um, dass ein Teil ein bisschen länger, ein Teil ein bisschen kürzer ist. Schneide mir dann durch und lege die beiden jetzt so mittig aufeinander. Das heißt, ich habe jetzt hier, wenn ich das jetzt so halte, Fasern, die ein bisschen länger sind, Fasern, die ein bisschen kürzer sind, so um einfach Volumen in die Fliege reinzubekommen und das alles so ein bisschen abgestuft zu haben. Und jetzt kommt nochmal der Teil mit dem gespleisten Faden. Jetzt habe ich mir den gerade eben so schön verdreht. Jetzt lässt er sich schlechter spleißen. Geht aber.
Da sieht man ja auch oft, dass die Leute sich dann Dubbing-Schlaufen legen, also den Faden letztendlich doppelt nehmen. Das könnt ihr machen. Wenn ihr mit so einem Faden hier arbeitet, braucht ihr es aber wirklich nicht. Also mit dünneren Fäden oder so würde ich das auch machen, aber mit dem hier, mit dem Uni Big Fly, kein Bedarf. Da kann man den einfach spalten und der ist einfach so fest und hält die Materialien so gut, dass das nicht nötig ist. So, und dann hier ein paar Wicklungen machen. So, das Ganze nochmal durchkämmen. Und jetzt immer so richtig schön Ton in Ton. Lila, schwarz. Das finde ich eigentlich so ganz schick. Genau. So, und jetzt nehme ich nochmal schwarzes Kraftfurlong und nochmal lila und mache damit vorne den Kopfbereich fertig. Also wieder ein Bündel lila abschneiden. So, und da auch wieder die Unterwolle raus. Und noch ein Bündel schwarz runterschneiden und auch da die Unterwolle raus. So. Und dann lege ich mir die beiden Bündel auf den Tisch, und zwar das Lilane und das Schwarze nebeneinander und das Lilane nach oben und das Schwarze nach unten. Um dann erneut den Faden zu spleißen. Den muss ich jetzt ein bisschen größer öffnen. So, und warum jetzt die Kombination lila oben, schwarz unten? So, weil ich es jetzt hier so in den Faden gebe und dann kommt zuerst beim Wickeln gleich das Lilane und dann das Schwarze. Und so bekomme ich dann einen dunkler werdenden Kopf. Das Kraftfuhr gut verteilen. Und jetzt gebe ich hier Vollgas und lasse den Bobbin nochmal so richtig rotieren. Mit den C- und F-Bobbins klappt das echt super. Also ich weiß nicht, mit welchen Bobbins ihr so arbeitet. Also vielleicht sieht man auch deswegen so selten, dass die Faden gespleist werden, weil die meisten Leute leichtere Bobbins verwenden. Und deswegen verdrallt sich dann, also mit einem leichten Bobbin den Faden so zu verdrallen, ist echt, echt schwer. Aber wenn ihr so einen C- und F-Bobbin nehmt, also in der Standardausführung, dann wiegt der halt schon 18 Gramm und ein 18 Gramm Bobbin, der hat halt so viel Gewicht, der verdrallt den Faden einfach in Sekundenschnelle richtig, richtig gut. Wenn ihr da irgend so einen Standard Bobbin nehmt, dann sind die halt so leicht, dass ihr gar keine Rotation reinbekommt und den Faden auch nicht vernünftig verdrallt bekommt. Und da sind auch ganz viele andere nicht gut geeignet zu. Also zum Beispiel diese mit den verstellbaren Zugeinstellungen. So gut die auch sind, um den Zug zu verstellen und den für viele verschiedene Fäden zu verwenden oder so, aber wenn ihr rotieren wollt und den Faden spleißen wollt, dann ist das einfach nicht das Richtige. Da sind wirklich die C&F-Bobbins mit Abstand einfach die besten. So, und jetzt habe ich hier die ganze Lücke gefüllt. Jetzt kann man hier nochmal so ein bisschen das Ganze aufstellen. Wunderbar. Und dann mache ich hier ein kleines Köpfchen. Nehme den Whip Finisher.
noch einen Abschlussknoten. Wow. Das ist der Wahnsinn hier. Wenn man an dem Ganzen, also ich liebe diesen Petitjean Bindestock wirklich, der ist echt fantastisch, aber zum Binden von so großen Fliegen, wenn man dann auch so doll zieht und so und den nicht am Tisch festgeklemmt hat, sondern diese leichte Variante nur auf den Tisch stellt, dann bewegt man den auch schon mal relativ schnell. Dafür ist er dann, also zumindest zum Videofilm ist es immer ein bisschen schwierig, wenn er dann aus dem Fokus gerät. Ansonsten ist das wirklich ein ganz, ganz fantastischer Bindestock. So, und jetzt nehme ich nochmal Bindelack und gebe den hier vorne drauf. Und jetzt kommt wie immer die große Frage, Augen oder nicht Augen? Ich behaupte, dass die Fliege ohne Augen genauso viel Fische fängt wie mit. Also man müsste es echt mal ausprobieren, nur wie soll man es beweisen? Das ist sehr, sehr schwer, aber ihr habt es vielleicht bei der Black Beast Fliege, verlinke ich mal hier oben, gesehen, dass die halt auch echt gut fängt. Und ich habe von denen ja schon viele gebunden, auch für Kunden, und Kunden haben die nachgebunden. Und ich habe so viele tolle Fangmeldungen bekommen von der Fliege. Die haben alle keine Augen und fängt echt fantastisch. Jetzt die Frage, braucht das Ding hier wirklich Augen? Naja. So, machen wir einfach mal welche drauf, weil es ja auch schön aussieht. Und ich nehme jetzt hier einfach mal Pinke, weil die Pinken echt gut dazu passen. Dazu nehme ich meinen Superkleber, drehe mir die Fliege auf die Seite, nehme hier den Kleber, gebe hier gut was drauf, lass den so richtig in das Kraftfuhr einwirken. Gehe auf die Seite, mache hier auch so richtig was drauf. Das soll so richtig in das Material reinziehen und sich mit allem verbinden. Am besten auch mit dem Untergrund an der Fliege direkt. So. Dann kommt ein Auge hier drauf. Und schon weiß die Fliege auf der einen Seite, wo sie hinschwimmen muss. Und jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann noch gucken, ob die Augen schön proportional sind. Aber das müsste gut passen. So, und fertig ist der Purple Death Hechtstreamer, der mir hoffentlich nächste Woche den Metafisch beschert. Ich wünsche euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Euer Mario. Thank you.